Willkommen auf dem Kanal Bauingenieurwissen zu der Videoreihe zum Thema Metalle. Hier sollt ihr die grundlegenden Informationen über metallische Werkstoffe erfahren und eine Vorstellung bekommen, wie vielseitig Metalle in der Bauindustrie genutzt werden. In diesem Video soll es um den Einfluss von unterschiedlichen Legierungskomponenten auf die Gefügeausbildung und Eigenschaften von Stahl gehen. Nach dem Video werdet ihr verstehen, dass Metalle eine Wissenschaft für sich sein kann und wie komplex die Eigenschaften von Metallen sind. Die wohl wichtigsten Legierungskomponenten sind Kohlenstoff, Silizium, Mangan, Nickel und Chrom. Diese sind bitte nicht mit den Stahlbegleitern Phosphor, Stickstoff, Sauerstoff, Wasserstoff und Schwefel zu verwechseln. Sie sind meist unerwünscht und führen selbst bei geringen Konzentrationen zur Versprödung, Korrosionsanfälligkeit und mangelnder Schweißeignung des Stahls. Die erste Legierungskomponente, auf die ich eingehen möchte, ist der Kohlenstoff. Wir haben in den letzten Videos schon sehr häufig über die Wichtigkeit dieses Elementes für die Stahlherstellung und Verarbeitung gesprochen, sind aber nie auf die mechanischen Eigenschaften eingegangen. Kohlenstoff ist das billigste und wirksamste Legierungselement, was bei Herstellungsprozessen durch Oxidation weitgehend entfernt wird. Es bewirkt eine Zunahme der Zugfestigkeit und der Streckgrenze, aber vermindert auch die Bruchdehnung und Bearbeitbarkeit. In diesem Diagramm sind die einzelnen Eigenschaften sehr gut dargestellt. Also nochmal, es erhöht sich die Zugfestigkeit und Streckgrenze, aber vermindert zugleich die Bruchdehnung. Die Bruchdehnung ist also vom Prinzip her nichts anderes als die plastische Verformung. Silizium kann auch zu den Stahlbegleitern gezählt werden. Es reduziert die Löslichkeit von Gasen in der Schmelze und hilft so bei der Beruhigung von Stählen. Durch die Beruhigung begünstigt es seine stabile Erstarrung, die wiederum wichtig für einen homogenen Stahl ist. Silizium bewirkt noch weitere Änderungen der Eigenschaften. Siliziumgehalte bis 0,3% wirken sich günstig auf die Festigkeit und Zähigkeit von ungeglühten Stählen aus. Bei vergüteten Stählen mit 0,5 bis 0,8% Silizium kann man die kritische Abkühlungstemperatur beim Härten herabsetzen und die Anlassbeständigkeit erhöhen. Bei Gehalten von über 0,5 Massenprozent kann die Löslichkeit von Kohlenstoff erreicht werden, was die Schweißbarkeit und Kaltformbarkeit durch die spröden Silikate im Gefüge reduziert. Mangan erhöht die Festigkeit und Zähigkeit der Ferrit-Mischkristalle. Dabei wirken 0,5 Massenprozent Mangan in etwa wie 0,1 Massenprozent Kohlenstoff, wobei bei Mangan die Schweißeignung verbessert wird. Man kann also mit gewissen Anteilen von Mangan die gleichen Eigenschaftsänderungen wie bei Kohlenstoff erzielen, würde aber bei Kohlenstoff die Schweißeignung verschlechtern. Durch Mangan wird ebenfalls die kritische Abkühlungsgeschwindigkeit vermindert. Damit kommt es frühzeitiger zu Härtungsgefügen. Interessant ist, dass wenn Nickel und Mangan als Legierungskomponente vorliegen, dass die Umwandlungstemperatur der Perlitbildung vermindert und erweitert damit den Bereich der Austenitbildung. Diese Stähle werden dann auch als austenitische Stähle bezeichnet. Mangan begünstigt außerdem die metastabile Erstarrung, wie sie im Eisenkohlenstoff-Phasendiagramm dargestellt wird. Dadurch kann man die Stahleigenschaften besser abschätzen und verlässlicher machen. Chrom erhöht die Umwandlungstemperatur der Perlitbildung und erweitert somit wiederum den Bereich des Ferrits. Deshalb werden Stähle mit hohem Chromanteil auch ferritische Stähle genannt. Neben Chrom haben auch Molybden, Wolfram und Titan ähnliche Auswirkungen auf den Stahl. Wenn nun gleichzeitig Chrom und Nickel im Gefüge vorhanden sind, dann verstärkt Chrom die Wirkung des Nickels. Diese Stähle werden dann Chrom-Nickel-Stähle genannt und zählen auch mit zu den austenitischen Stählen. Ihr merkt also, wie schwierig, aber auch interessant das Thema sein kann. Jedes Legierungselement hat seine ganz unterschiedlichen Auswirkungen auf den Stahl und damit direkten Einfluss auf die Anwendungsbereiche, Dauerhaftigkeit und Eignung. Ich gebe zu, dass das Video zum Thema Legierungselemente sicherlich etwas trocken und nur für eine geringe Personenanzahl interessant und überhaupt relevant ist. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr bis hierhin euch das Video angeschaut habt und hoffe, dass es euch bei dem Verständnis zum Metallen weiterhilft. Wenn ihr Fragen habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.